Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Inspekteur der Marine räumt nach Äußerungen zur Ukraine seinen Posten. Vizeadmiral Schönbach hatte erklärt, die Ukraine werde die Krim nie zurückbekommen. Befürchtungen, russische Truppen könnten in das Land einmarschieren, nannte er Nonsens. Kiew kritisierte die Aussagen als unannehmbar. Expertenrat warnt vor Gefährdung des Gesundheitssystems durch Omikron. Das Beratungsgremium der Bundesregierung mahnt, bestehende Corona-Maßnahmen beizubehalten. Bei steigenden Infektionszahlen und wachsenden Patientenzahlen in den Kliniken müssten zudem weitere Gegenmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen vorbereitet werden. Die aktuelle Corona-Lage. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 85.440 neue Fälle gemeldet. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf 806,8 und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Keine Kandidatur von Berlusconi bei Präsidentenwahl in Italien. Bei einer Online-Konferenz der Mitte-Rechts-Parteien gab der 85-jährige Ex-Regierungschef seinen Rückzug bekannt. Ministerpräsident Draghi gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge Mattarellas. Die Wahl beginnt morgen und kann mehrere Tage und Wahlgänge dauern. Kulturhauptstadt Jahr in Kaunas eröffnet. Die zweitgrößte Stadt Litauens hat am Abend feierlich ihr Programm als europäische Kulturhauptstadt 2022 begonnen. Hauptattraktion war eine multimedial gestaltete Lichtshow. Zugleich fanden in der Stadt zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen statt. Das Wetter. Heute in den meisten Landesteilen wolkenverhangen oder neblig, im Osten und Südosten Nieselregen, im Erzgebirge etwas Schnee. In der Südwesthälfte stellenweise Auflockerungen, Höchstwerte 0 bis 8 Grad.